ganz viele Frauen wissen einfach so wenig über Geburt. Es gibt keine Geburt ohne Hebamme. Das ist einfach ein Beruf, der, glaube ich, noch nicht ganz angekommen ist bei allen. Wir können uns eigentlich keine Fehler leisten. Wir haben die Verantwortung für das Kind und für die Frau, für die ganze Familie. Also ich habe das Gefühl, so Sachen, die man im Alltag als Privatperson eklig finden würde, das haben wir auch als Hebamme. Aber wenn man dann als Fachperson tätig ist, so jetzt, sei es jetzt im Gebärsaal, in der Praxis, wo auch immer, spielt es voll keine Rolle mehr. Es gibt einige Mythen um Schwangerschaft und Geburt, die immer wieder auftreten. Und ich glaube, der Hauptgrund für das ist, dass man einfach zu wenig Aufklärung hat. Also zum Dammriss, das höre ich auch oft im Umfeld, sind mega viele Fragen und alle, oh mein Gott, reisst mein Damm auch während der Geburt? Man sagt, so um 38% der Frauen passiert das, aber dazu kann man sagen, dass nur bei 2% sind es höhergradige Risse, also ein bisschen schlimmere Risse. Ein Stuhlgang unter der Geburt ist so eine Angst von vielen. Es passiert, aber es passiert nicht bei jeder. Dass Stuhlgang unter der Geburt ein mega gutes Zeichen ist. Weil das zeigt auch, dass man richtig mitschiebt, also dass man an einem richtigen Ort und dass auch ein Fortschritt in der Geburt gerade am passieren ist, dass quasi das Kind tiefer treten. Was auch wichtig ist, ist, dass Hebammen mit dem Stuhlgang nicht so eine Ekelbeziehung haben. Also, dass man das dann super gut einfach wegputzen kann, sodass es mega viel gar nicht wahrnimmt. Das gehört wahrscheinlich auch noch zum Mythos. Gebärende sind eigentlich immer am Liegen. Man versucht, von dem ein bisschen wegzukommen, weil man einfach weiss, dass Gebärende in anderen Positionen erstens mal viel mehr Kraft hat. Es gibt auch viele verschiedene Positionen und für das Kind ist es auch gut, wenn man immer so ein bisschen Bewegung ist. Ich als Hebamme arbeite jetzt zum Beispiel im Spital, im Gebärsaal. Wir kontrollieren die Schwangere. Ich betreue die werdenden Eltern während der Geburt. Wir betreuen sie auch nach der Geburt noch ein Zeitchen. Ab dem Moment, wo ein Schwangerschaftstest positiv ist, dass man schwanger ist und darum darf von einer Hebamme betreut werden. Die Geburt ist natürlich schon wie immer das schönste Ereignis von allem und einfach auch das emotionalste. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass eine Geburt nicht unbedingt nach Plan verläuft. Die Frauen kommen nicht ins Spital und 10 Minuten später ist das Baby auf der Welt, sondern das sind meistens mehrere Stunden. Es kann wirklich auch mal sein, dass ich zum Dienst komme, eine Frau habe, die schon Wehen hat und schon Schmerzen hat und ich gehe nach 9 Stunden wieder heim und sie hat noch nicht geboren. Die grössten Herausforderungen im Beruf sind sicherlich so ein bisschen die schnell wechselnden Situationen. Im Moment der Personalmangel, der ein grosses Thema ist. Und mit dem Personalmangel kommt halt wieder zu, dass man nicht mehr unbedingt kann gewährleisten, dass man eine Frau eins zu eins kann die ganze Zeit betreuen. Am besten an meinem Beruf gefällt mir die Vielfältigkeit. Jede Geburt, jede Situation ist anders. Und ich finde es auch extrem schön, zu sehen, wie stark wir Frauen sind.